Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal, Leute. Und seid jetzt mal heute wieder ein weißes Video für euch. Und zwar geht es mal heute um die neuen Patch Notes, um das neue Update, um das Halloween Update, das ja gerade eben released worden ist. Auf jeden Fall würde ich euch in diesem Video eben kurz zusammenfassen, was es in den Patch Notes oder was es Neues gibt in dem neuen Update. Und ja, falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Like, eine Postwertung und ein Abo da. Und vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wie schon gesagt, reden wir mal heute über die neuen Patch Notes, also das neue Halloween Update, das gerade eben released worden ist. Und ja, auf jeden Fall befinden wir uns gerade auf der Patch Note Seite von Epic Games. Und wir sehen hier schon mal Süßes oder Saures. Das neue Halloween Thema ist wieder da, Leute. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant, was alles Neues dazukommt. Auf jeden Fall haben wir hier den Trailer. Den werde ich euch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise den könnt ihr euch irgendwo anschauen, auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter und so weiter. Sollte es nicht so schwer werden. Ist ein geiler Trailer, kann ich euch nur weiterempfehlen. Auf jeden Fall kommen wir dann erstmal zur ersten Neuerung, beziehungsweise zur ersten neuen Waffe, die jetzt mit dem Halloween Update dazukommt. Und zwar ist es das Schießeisen. Das ist ein 6-Schuss-Revolver. Das heißt, man hat diesen, das ist ja ein etwas neuer Revolver, gegensatz zum alten, der wurde ja gevoltet und jetzt kommt eben ein neuer Revolver rein, das ist der Schießeisen-Revolver oder Schießeisen ist eigentlich der Name und das ist eben ein 6-Schuss-Revolver. Wie das dann im ganzen Ingame abläuft und wie der dann schießen kann und so weiter, das sehen wir dann Ingame, das kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, Leute. Auf jeden Fall kommen wir dann gleich mal zur zweiten Neuerung und zwar ist es der wiedereinsetzbare Hängegleiter. Das ist eine Funktion, den es ja im Soaring 50 vs 50 Modus gab. Das kennt ihr ja, wenn ihr 3 Treppen hoch seid und dann runterspringt, dann könnt ihr euren Gleiter nochmal aufmachen. Diese Funktion wird jetzt als Testphase in allen Spielmodus eingesetzt werden, oder? Man kann eben diesen Hängegleiter oder euren Hängegleiter jetzt, wenn ihr 3 Treppen hoch seid, in jedem Spielmodus wieder aufklappen. Also Solo, Duo, Squad. Ist eine Funktion, die kann sehr OP sein, wenn man abhauen möchte oder wenn man keinen Fahrschaden haben möchte. Das ist wirklich krass eigentlich, die Funktion. Wie schon gesagt, es ist nur eine Testphase, das heißt, die Epic Games testet das, wie das so ankommt bei uns. Und wird dann nach ein paar Wochen schauen, ob das drin bleibt oder nicht, Leute. Auf jeden Fall, ja, das war es erstmal zu den 2 größten Neuerungen von Fortnite oder von dem neuen Update, Leute. Auf jeden Fall haben wir dann hier unten nochmal 2 neue Gegenstände in Spielwiese. Spielwiese wird ja in der letzten Zeit sehr, sehr oft aktualisiert und es gibt auch wirklich viele Neuerungen, die hinzugefügt werden. Auf jeden Fall sehen wir hier schon mal 2 Piratenschiffe, aber zu den genaueren Details komme ich gleich nochmal. Und ja, Leute, wie schon gesagt, gibt es halt ein neues Event. Das ist Fortnite Albträume oder Fortnite Maris. Auf jeden Fall gibt es in diesem Event Würfelmonster. Das heißt, falls ihr euch den Trailer schon angeschaut habt, spawnen jetzt, wo die Runen waren, Würfelmonster. Eben diese Würfelmonster müsst ihr dann töten, um auch die Challenges bei Fortnite Maris zu bekommen. Dazu kommen wir dann auch noch. Aber wie wir hier schon sehen, gibt es eben diese Würfelmonster, das sind die Zombies, wie aus Rettet die Welt. Bisschen umdekoriert, könnte man sagen. Auf jeden Fall können die töten in Battle Royale drin, das ist diesen In-Game. Das ist kein eigener Spielmodus. Und von diesen Zombies, falls ihr die tötet, bekommt ihr Beute. Das heißt, die können Waffen, Shield, alles niederlassen. Also wenn ihr sie tötet oder wenn ihr eine Herde tötet, dann könnt ihr auf jeden Fall OP in Loot droppen. Das ist schon mega krass eigentlich. Dazu ist es ja noch, dass der Crossbow wieder in den Spiel kommt. Ihr kennt alle den Crossbow, den gab es vor langer Zeit in Fortnite. War eigentlich eine geile Waffe, wurde aber dann wieder rausgenommen. Und jetzt ist der Crossbow für eine limitierte Zeit wieder in-game drinnen, eben nur über das Event. Und zwar heißt der Scheusaltjäger, sehen wir hier in der Mitte, der wird 40 Grundschaden machen, 1,8 Schuss pro Sekunde und macht 4-fachen Schaden gegen Scheusale. Das sind eben die Zombies, die bei den Runen spawnen. Auf jeden Fall ist wieder krass, dass der Crossbow wieder in-game ist. Freut mich auf jeden Fall, weil ich habe den Crossbow schon relativ vermisst. Ihr könnt mal eure Meinung zu dem Crossbow in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und ja, bevor wir jetzt zu den Spielwiesen-Items oder zu den neuen Funktionen in Spielwiese kommen, würde ich sagen, schauen wir uns kurz nochmal die Fortnite Maris Challenges an.
Und zwar, Leute, wissen ja alle, dass es eben Fortnite Marathons gerade ein Event gibt. Das ist von heute bis am 25. oder 26. November, wenn ich mich ganz irre. Also ein bisschen mehr als über einen Monat habt ihr Zeit, um eben diese Challenges abzuschließen. Wie wir hier sehen, gibt es drei Arten von Skins. Wir haben erstmal den ganz normalen Cowboy-Skin, könnte man sagen. Eher so einen bläulichen, bisschen die Farbe ändert und der Mantel. Und dann haben wir halt noch den zweiten Skin mit ein paar Effekten. Schaut auf jeden Fall mega krass aus. Und ist eben ein Reward oder eine Belohnung für die Challenges, die wir machen müssen. Auf jeden Fall sehen wir hier die Challenges, die wir machen müssen. Und zwar müssen wir hier Würfelmonster zerstören. Das sind, wie schon gesagt, die Monster, die bei den Runen spawnen. Dann müssen wir Schaden mit Pistolen oder Sturmgewehren an Würfelmonstern verursachen. Wird auch jetzt nicht so schwer werden, Leute. Hier müssen wir dann Besuche für verfluchte Gebiete in verschiedenen Matches. Das sind eben die verfluchten Gebiete, sind auch dort dann, wo die Würfelmonster spawnen. Das ist auch wieder ein bisschen zusammengekettet und hat so einen kleinen roten Faden drin, die Challenges. Auf jeden Fall müssen wir dann nochmal bei verschiedenen Wasserspeichern tanzen, wo die Wasserspeicher sich aufhalten. Das sehen wir dann auch in den nächsten Stunden beziehungsweise morgen. Auf jeden Fall waren das die Challenges, die müsst ihr eben abschließen, um dann diese Belohnungen zu erhalten. Ne? Und ja, auf jeden Fall gibt es dann auch einen Gleiter, und zwar wird es sich so darstellen, dass es bestimmte Herausforderungsreihen gibt. Das heißt, jeden Tag bekommt ihr eine Herausforderungsreihe, und nach ein paar Tagen, falls ihr jeden Tag diese Reihe abgeschlossen habt, bekommt ihr dann diesen Gleiter, Leute. Das heißt, ihr könnt das nicht alles an einem Tag machen, sondern es wird eben über ein paar Tage gereiht sein. Das heißt, wie schon gesagt, ihr könnt das nicht an einem Tag machen, sondern dafür braucht ihr mehrere Tage, um dann diese Challenges abzuschließen und dann eben auch um diesen Gleiter zu bekommen. Und ja, trotz allem ist es ein mega geiles Event. Wir werden natürlich sehen, welche Skins da noch dazukommen. Derzeit wurden die Skins noch nicht geleakt. Auf jeden Fall würde ich sagen, dann kommen wir mal zu den neuen Spielwiese-Funktionen. Und ja, die Spielwiese-Funktionen wurden ja in der letzten Zeit, wie schon gesagt, sehr, sehr oft aktualisiert und weiterentwickelt und so weiter. Und Spielwiese ist ja auch jetzt ein permanenter Modus geworden. Das sehen wir auch daran, dass Spielwiese oben bei den normalen Modi steht und nicht bei den Test- oder Limited-Time-Modi ist. Ist auf jeden Fall mega krass, und es freut mich auch, dass es eben so ein geiler Spielmodus auch mal permanent geworden ist. Auf jeden Fall gab es ein paar neue Features, neue Funktionen, die jetzt zur Spielwiese wieder mit dem neuen Update hinzugefügt worden sind. Auf jeden Fall gibt es jetzt ja ein paar neue Funktionen, die mega geil sind, Leute. Und zwar gibt es eine Taschenherausforderung. Das sind halt Herausforderungen wie zum Beispiel der Schießstand, die Bauherausforderungen und der Hindernisparcours. Kennt ihr, glaube ich, alle. Also es gibt viele Leute, die das immer so in-game gemacht haben, Parcours aufgebaut oder Bauherausforderungen gemacht und so weiter. Diese Herausforderungen gibt es jetzt auch in-game mit wahrscheinlich mit einem Item, das ihr werfen könnt, und dann spawnen diese ein Hindernisparcours, eine Bauherausforderung und einen Schießstand, Leute. Ist mir egal, man kann ja auch beim Schießstand eben üben und so weiter. Ist eine geile neue Funktion, die man benutzen kann. Ist mega geil, Leute, und ich freue mich schon drauf. Auf jeden Fall kommen wir dann zur zweiten Neuerung. Und zwar gibt es jetzt ein Stachelstadion 2, Leute. Es ist wieder so eine Aktualisierung vom ersten Stachelstadion. Das kennt ihr ja alle, wo ihr die Port of Fortress geworfen habt. Und dann ist so ein Stadion, ein Riesenstadion gespawnt. Das wurde jetzt ein bisschen aktualisiert. Und zwar, wenn ihr in diesem Stadion drin steht, dann spawnt ihr jeder an eigenen Spawn-Punkten. Und was ganz wichtig ist, also ihr respawnt und spawnt auch dort. Das ist ganz wichtig. Und ihr bekommt auch dort Granaten und Fallen, auch Granaten wie Impulsgranaten und so weiter, mit denen ihr dann die Gegner eben in diese Fallen boosten könnt. Ist mir eine nice, gute Neuerung, und freut mich, dass sie das auch ein bisschen weiterentwickelt haben. Und ja, dann kommen wir nochmal zu den zwei krassesten eigentlich Funktionen, die jetzt in Spielwiese hinzugefügt worden sind. Und zwar gibt es ein Taschenpiratenschiff. Das ist extrem krass, weil das ist ein Minispiel von Seven, kennen vielleicht einige von euch. Und hier kann man wirklich in-game 7 spielen. Das ist so ein Minispiel aus mit Piratenschiffen. Ist auf jeden Fall mega krass, und man wird auch automatisch in Teams aufgeteilt. Und man muss eben mit dem Schiff ein anderes Schiff zerstören. Ist mega krass, Leute. Und geil, dass sie das auch in-game umgesetzt haben. Gibt auch dazu eine zweite Variante von dem Piratenschiff. Und zwar ein Metall, also ein Piratenschiff aus Metall. Das ist halt dann noch mehr robuster. Und ihr könnt natürlich auch ein bisschen länger zocken, den Spielmodus 7. Und ja, auf jeden Fall war es das schon mal mit
dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und ich habe euch versucht, in diesem Video eben die neuen Features, Funktionen, Items, Events und so weiter aus dem neuen Patch V.6.2 mitzuteilen und euch zu zeigen, Leute. Schreibt mal auch gerne eure Meinung zu den ganzen neuen Funktionen oder Features in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Cheerio. Bye.